mir gerade nicht sicher. Was macht dieser Hebel? Nichts. Das ist eine Expertentruhe, ne? An der werde ich jetzt ein bisschen länger sitzen. Gebt mir einen Moment Zeit. Wir kriegen das hin. Also ich. Gefühl, mit Gefühl, mit Gefühl. Fuck. Ich muss meine Fingerfertigkeit wieder etwas trainieren. Ein bisschen zärtlicher werden. Die letzten Erfahrungen waren alle so grobschlächtig. Ich bin aufgestiegen. Zumindest ein bisschen. Dinge muss ich hier lassen, die kann ich nicht mehr tragen. What do you need? I'm trying to keep quiet. You should do the same. I'm doing the same, my friend. Doesn't mean I'm not totally... Paranoid. Wenn ich Glück habe, schaltet er sich da vorne von alleine aus. Werde ich aber nicht haben. Von daher... Boah, das wird lustig, wie krass doch denn die Audioqualität jetzt steigt. Vielleicht sogar die Bildqualität, weil ich jetzt nicht mehr mit Shadowplay aufnehme, sondern... anders. Sorry, Inigo. Es war eine Kette. Ich wollte wissen, was passiert. Alter Falter, wie viel hier los ist. Tanze Samba mit mir. Tanze Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir. Weil das Samba mich glücklich macht. My friend, you are allowed to step forward. But if I'm concerning this right, I'll do the first. I killed one, kill the others. Ach, fuck. Geronimo! I'm not ticklish. Mächtiges Stahlgroßschwert. Ist kein Grabstein. Wie wäre very sneaky sneaky. Ach, was soll der Scheiß? Aha. War doch geil, oder? No. Wie nicht? Ich fand's super. Bad feeling about this. Sieht aus, als würden hier demnächst irgendwelche Leute wieder auferstehen. Oder sie sind's schon. Ist auch mal noch so eine Möglichkeit. Gott, bin ich froh, mir diese Fackelwürmchen gebaut zu haben. Stell dir mal vor, ich müsste hier mit einer Fackel rumrennen. Würde wahrscheinlich authentischer aussehen, aber... so unterm Strich... Surprise! Ich nehme Rache für den Tod meines Ehemanns. Erhebt euch! These walking dead always... Was ist every single one? Ich denke, wir haben sie erwischt, Inigo. Du bist irgendein Drogrück. Ein Leash, aber auch nicht wirklich unleashed. Du
fällst ganz schön aus dem Muster raus, Mädel, weil du bist irgendwie so schwarz-weiß. Die anderen sind mehr so weiß-schwarz. Faszinierend. Guck dir mal diese Bauchmuskulatur an, die da noch vorhanden ist. Die Frau hat mir wirklich sehr weitergeholfen. Weil jetzt weiß ich, dass ich diese alten Norddinger gar nicht mitnehmen brauche, weil die wahrscheinlich genauso scheiße aussehen werden an unseren Mädels. Wir danken für Ihre Kooperation. Das Face muss ich mir unbedingt nochmal ansehen, beziehungsweise überhaupt mal. Kriege ich die da irgendwie raus? Das passiert, wenn man sich zu viele Dings-Mods installiert. Daran erinnern, natürlich. Welche Leichenschände, daran erinnert man sich, aber nicht, wie ich heroische Schlachten geschlagen habe. Süß, voll süß. Könnte ruhig mal ein bisschen mehr essen, die Frau. Hätte ich das hier eigentlich entschärfen können? Ich glaube nicht, weil ist eine offenkundige Falle. Was soll man da entschärfen können? Danke, Inigo. Ich finde das echt geil, dass du hier so als menschlicher Schild dienst. This your idea of a good time, my friend? Alter, du qualmst ja richtig. I am here for you. I'm wondering why we have stopped. Ich will doch nur deine Meinung wissen. Ich meine, du bist Inigo Version 3.0. Zuletzt haben wir noch mit Version 2.0 gespielt. Das heißt, der hier hat eine Menge mehr drauf. Finde ich gut, dass der immer noch verbessert wird. Ist ja gar nicht selbstverständlich, weil mittlerweile gibt es ja Fallout 4, ne? Ist ja rausgekommen, da interessiert ja kein Schwein mehr Skyrim. Leider. Wobei Skyrim ja jetzt auch, ich weiß nicht, ob es rausgekommen ist oder noch rauskommt. Auf jeden Fall höhere Qualität und so, Next Gen und all so ein Kram. Sah ganz geil aus. Als ich das auf der E3 gesehen habe, aber im Prinzip hat mir das auch nur gesagt, Alter, du musst das Spiel endlich wieder spielen. Aber der Knackpunkt, dass es nun doch endlich mal wirklich wieder was geworden ist, das war mehr... Ja, zum einen näherte sich das einjährige Pausenbestehen. Och Mann, hätte es doch aufgeschlossen. Und zum anderen... ist mir wer über den Weg gelaufen, der mir doch nahegelegt hatte, das mal wieder weiterzuführen. Also nicht direkt, aber ich wurde inspiriert, sagen wir es mal so. So viele Heilungszaubertränke. Und so wenig Leute, die uns permanent killen können. Holzverlag, sehr cool. Was ist hinter dieser Holztür? Nyx. Mit Ü. Nee, mit Y. Nyx wird immer mit Y geschrieben. You need some bones, my friend. Wahrscheinlich nicht. Du bist ja kein Hund. Wobei das nichts Falsches wäre, wenn du trotzdem deine Knochen zum Kauen haben willst. Ja, jeder so wie er will. Ich wollte es nur erwähnt haben, ja? Wir wollen hier keinem vorschreiben, auf was er rumknaut. Knaut, kaut. Während ich zum Beispiel versucht habe, den Kram wieder zum Laufen zu bringen, habe ich die ganze Zeit auf irgendwelchen trockenen Reiskörnern rumgekaut. Weil, warum nicht? Bereit, Inigo, da vorne ist der Nächste. Alter, ich mache das jetzt hier schon fast 2 Stunden. Ich wollte mal kurz
Ansiedelwund. Holzerzader. Guck mal, so macht man das, ne? Man braucht dazu nur die richtigen Werkzeuge. Ich hoffe, jetzt kommt kein Erdatronarch. Golderz zu Madesi bringen. Wer war doch gleich Madesi? Wird uns die Karte irgendwann sicherlich anzeigen, sobald wir hier raus sind. Ich wollte nicht schon wieder irgendwas anderes machen. Ich wollte erstmal dem Plan folgen, den ich irgendwann vor einem Jahr mal hatte. Und der Plan war, dass wir erstmal alleine... Ist da jemand? Na ja, okay, Inigo. Ich wusste es. Magic is not a toy. Wieder nur ein Beschwörer-Adept. Ich dachte, wir haben jetzt endlich mal Laura gefunden. Geberschwanz. Bleh. Der hat nicht so gut geschmeckt, wie ich das gehofft habe. 37 Ebenerzpfeile. Krass. Inigo, hast du überhaupt noch welche oder habe ich die mittlerweile eine einkassiert? Ist hier unten irgendwas? Nee, wa? Da sind wir nur drunter durchgelaufen. Ah gut, da unten waren wir vorhin schon mal. Jetzt sag mir bitte nicht, ich habe schon wieder meine Schwerter verloren. Ja gut, ne, das Elfenschwert ist natürlich weg. Oder es liegt einfach nur auf so einem Ding rum. Deswegen ist das auf Dauerbeschallung gewesen. Na, dann kann ich es ja jetzt wieder... Ja. Auf mich zuzutexten. Ich nehme es ja schon wieder in die Hand. So, macht jetzt aber den Kohl nicht besser, sehe ich schon. Gewicht. Kannst du vergessen, dass ich den Grabstein hier lasse? Den Ebenerzbogen vielleicht, aber... Ach, wer braucht einen Darwins Bogen? Questobjekt, scheiße. Also jetzt sind es Questgegenstände, deswegen passiert da nichts, verstehe. Wie sehr ich mich besaufe in dieser Grabstätte, spricht eigentlich schon für sich. Vor allem, ich habe noch gesehen, dass da vorne diese komischen Feuerplatten sind. Denk mir, ach, ein Glück. Offenbar aktivieren die nicht, wenn man drüber schleicht. Dann kommt dieser scheiß Trocker auf mich zugelaufen. Gibt's doch nicht. Werden eigentlich noch beide Schwerter angezeigt? Ja, alles noch im düsteren Bereich.